Sagen wir Juni 93 kommen wir raus. Let's do it. Dann machen wir Pressemitteilung startklar für das Ding. Dann machen wir eine Presseversion, gehen wir noch nicht raus. Oder wohl. Ja, können wir machen. Scheißegal. Das lassen wir laufen. Let's do it. Ja, natürlich. Das wird großartig. Das wird großartig, ich sag's euch. So, der Port ist durch. Das heißt, hier geht's auch erstmal weiter. Und es steigt noch hoch. Ne? Z-Büro 4 macht sein Ding. Und geht gut rein. Geht gut rein. Also finde ich tatsächlich, wir konkurrieren noch mit uns selber sogar und mit Office 11. Aber wir holen uns da ordentlich Marktanteile raus. Unsere Fanbase mag uns. Das Cleverste, was wir hatten machen können, war tatsächlich der 2D-Editor. Dass wir den jetzt durcheditieren, durchmachen, ist ordentlich. Mai zum Geburtstag. Ah, na, das ist ein bisschen. Das dauert noch ein bisschen. Das kommt im Juni, habe ich jetzt erstmal eingestellt. Das ist, glaube ich, ganz gut so. Ich glaube, das können wir so machen. Dankeschön, Lauren! Vielen lieben Dank für den Follow. Auch dir herzlich willkommen im Stream. Hi! 61.000, fast 400.000 Nutzer, ey! Das ist ja insane. Ich meine, wir wussten, dass es bis Ende des Jahres richtig abgehen kann. Aber ob es wirklich abgeht, ist ja so eine ganz andere Geschichte. The Last Democrat doesn't already know. Okay, we haven't really heard about ZOS 1. They need to try harder, but it has all new features. Okay, also wir sind halt überhaupt, die kennen uns halt gar nicht in dem Segment. Betriebssysteme sind wir halt komplett fremd, ne? Das ist überhaupt für unsere Softwarefirma halt überhaupt nicht unser Ding. Das ist wie wenn Dyson Staubsauger plötzlich ein Betriebssystem rausbringen. Das ist so, wir sind da völlig raus, ne? Also... Uns kennt halt niemand in dem Segment. Das ist ein Problem, Leute. So, warte mal kurz. Lass mal schnell schauen. Wir haben hier riesen Warteschlangen. Alles klar. Leute, wir haben jetzt so viele Nutzer gerade. Wir kriegen Kapazitätsprobleme. Wir haben unseren Support zum Glück schon auf eine neue Position rübergeschoben. Wir können hier nochmal 6 Leute einstellen für die Support-Teams. Lass mal ganz kurz gucken. Support 1 hat 3 und Support 2 hat 3. Lass uns mal die Tagschicht des Support 1 neue Leute finden. Service, Support, Nebenfunktion keine, ist mir egal. Kompatibilität mit 1. Filter bei Track. Ist mir egal. Zustarten. Gut. 6 Leute. Ja. Haben wir hier noch irgendwelche Leute, die ein bisschen mehr drauf haben? Nee, ne? Die sind alle so auf dem Niveau. Ja, ist mir egal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und mit Support 2 kennen die sich ja auch gut aus. 1, 2, 3. Stell mal für nachts nochmal 3 weitere ein. Das ist dann okay für mich. Lehmberger Löwen, wunderschöne gute Nacht. Schlaf gut. Wir kommen nämlich mit unserem Bugfixing und so weiter nicht mehr hinterher. Das auf dem Entwicklerteam. Warte mal kurz, da laufen jetzt Programmierer noch mit rein. Und Künstler lasse ich mal raus. Passt. Update. Und hier machen wir auch noch ein Update, auch P-Update. Die kommen auch rein. Let's do it. Das ist natürlich jetzt, wie gesagt, das dauert jetzt einen Tag. Also heute müsste natürlich hier richtig was abgehen. Also jetzt haben wir natürlich deutlich mehr Support, Leute. Jetzt geht's halt auch. Aber wir haben halt Warteschlangen gerade, die sind jenseits von Gut und Böse. Und das müssen wir halt abarbeiten. Kurzer Druckcheck. Was? Ich erhöhe weiter unsere Druckkapazitäten. Unsere 2D-Software ist ausverkauft. Nach wie vor. Ausverkauft. So, jetzt kommen die Bugfixings, gehen durch. Ja, jetzt kommen wir der Sache langsam hinterher. Okay, es passt. Unser Update-Team kommt auch hinterher bei dem ganzen, das rauszuwursteln. Aber wir haben so viele Nutzer da drauf, auf dem Ding. Fast 400.000 aktive Nutzer, fast 100.000 aktive Nutzer. Es geht langsam bergauf, meine Lieben. 31 Mio. Lass uns mal weitere 5 Millionen vielleicht anlegen, oder? 1, 2, 3, 1, 2, 3, einzahlen. So. An den 3 Millionen haben wir schon fast eine Viertelmillion verdient an Zinsen, die angelaufen sind. Das Ding kommt im Mai 93 raus. Das wird ein gutes Jahr für uns, Mai, habe ich 93. Oder Mai, Juni 93. Wenn dann noch ZOS an den Start geht, dann glaube ich, brauchen wir das Geld auch.
Weil das ist jetzt eine Entwicklung, die gerade so ein bisschen ins Leere läuft, glaube ich, fürchte ich tatsächlich. Egal wie geil die Software ist, uns kennt niemand, ja, im Betriebssystembereich. Es ist natürlich so, wir haben halt das Neueste dann. Das ist das Up-to-Date-Betriebssystem. Kein Betriebssystem ist moderner als unseres dann. Mal schauen. So. So, Updates hauen wir raus. Und machen gleich die nächsten Updates rein. Da brauchen wir 2D-Künstler noch dazu. Gebe ich ihnen rein. Ja, mach die Tagschicht. Kleines Update. Update. 2 Teams, da müssen aber die Künstler nicht rein. Gut, let's do it. Und 5,1, geil. Mach mal Iteration. Okay. Bei 50% rum machen wir die nächste. Das ist auch crazy, wenn du hier von der Seite schaust. Ja, die ganzen PCs aufgereiht, die Leute, die da drin sitzen. Ist schon ziemlich gläsern bei uns, ne? Ich hätte gerne eine Z-Box. Ja, vielleicht gehen wir auch mal in die... Da müssen wir aber die produzieren dann auch. Wenn wir ein Betriebssystem bauen mit einer Konsole, dann will ich die Konsole auch bauen. Dann entwickeln wir eine eigene Konsole. Ich sag's euch. Das wäre der Hammer. Die Z-Box. Hier oben die. Das sind irgendwelche Informationen, die ich konsequenterweise ignoriere. Meistens, ob irgendwelche Leute sich krank gemeldet haben, das juckt mich alles halt nicht, weil du kannst es nicht verändern. Die Information bringt dir auch nichts. Nee, wenn das aufploppt, rechts. Die grünen und roten Balken. Die hier, die da drin laufen, das ist der Fortschritt. Wie weit das schon ist. Oder was meinst du? Die hier, wenn das so läuft hier. So, wir machen gleich wieder Updates hinterher. Entwicklung reicht nur das Entwicklungsteam. Also das Update-Team. Damit die Patches immer schön draufkommen. Das eine Update hat natürlich jetzt wieder was gebracht. Schauen wir mal, wie viele Nutzer haben wir denn gerade? 81.000 und 436.000. In dem kleinen Pop-up, was rechts neben ZOS aufgeht. Das hier? Oder das hier? Der Progress. Ah, du meinst den Progress. Ja, da siehst du halt, in welchem Bereich du gerade schwächelst. Zum Beispiel merken wir hier, Netzwerk und 3D ist schlecht. Also wir könnten jetzt natürlich ein spezialisiertes 3D und ein spezialisiertes Netzwerkteam Programmierer drauf lassen. Das Ding ist halt, wir haben noch kein spezialisiertes Netzwerk und 3D-Team aktuell in der Programmierung da. Das heißt, wir müssten jetzt eigentlich hergehen. Und deswegen habe ich da auch noch nicht nach hinten erweitert, weil ich nicht wusste, wie groß dieses Gebäude mal werden muss. Ja, im Prinzip mussten wir eigentlich das gleiche Ding nochmal hier anbauen. Und das wäre dann unser eigentlicher Turm. Der kriegt dann die Verbindung zum nächsten Turm. Und dann bauen wir so 2 Türme nach oben. Ja, weil dann würde ich nämlich hier ein Netzwerkteam noch mit unterbringen. Und dann machen wir da einfach weiter. Ja, bauen hier nochmal die gleiche Gelänge nochmal zusätzlich an. Und spiegeln das dann nach oben einfach durch. Das können wir aber dann, können wir uns dann in aller Ruhe nochmal überlegen. Wir kriegen das schon hin. Die schaffen das auch so. Wir haben genug gute Leute. Christoph!
Dankeschön für 10 verschenkt an die Community. Christoph 50 schenkt 10 Subs. Vielen lieben Dank. Und bei dir bedanken dürfen sich Alimina im 9. Der 9-11-Styler im 2. Mr. White im 8. Gandalf im 1. Razor Sticks. Stinks im 1., der Moppet im 4., Nein im 12., Cyrix im 16., Pippa im 30. und Schlesi heißt das, glaube ich, im 1. Monat. Vielen lieben Dank an Christoph-50. Vielen Dank. Das World Zwerg Center. Ja, vielleicht. Twin Towers, ob das eine gute Idee ist? Ich weiß nicht. vielleicht, also mein Plan ist ja quasi einen gigantischen Turm zu bauen, der mit so Skybridges in der Mitte verbunden ist. Das ist so die Idee. Deswegen spare ich auch gerade mit dem Platz, weil ich nicht weiß, wie das dann am Ende aussehen soll. Und irgendwann existiert quasi nur noch, vielleicht machen wir das auch, vielleicht bauen wir auch dieses Gebäude, diesen ganzen Kasten weiter und machen die Skybridges dann über die Straße. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Da müssen wir mal schauen. Ja, herrlich. Ich mag unsere Erweiterung. Da ist einfach so viel Liebe jetzt gerade am Laufen. Das ist sehr, sehr gut. So, das läuft hier alles. Das können wir laufen lassen. Der Bugfix-Updating ist drin. Da warten wir einfach, bis es genug Updates gab. Hier machen wir ein Review rein. Die machen permanent, also die haben immer wieder, kriegen die von den Supportern was zu tun, ne? Also die haben jetzt momentan, ist die Warteschlange ziemlich abgearbeitet, aber die kriegen immer wieder was zu tun. Deswegen gibt es die auch nicht als Nachtteam noch. Kann sich aber mit einem OS super krass ändern, ne? Also wenn du in dem OS-Bereich, also im Betriebssystembereich, richtig abgehst, ne? Da haben wir nicht nur 3-4 Millionen Marktreichweite, ne? Sondern hier ist 138 Millionen Kundenreichweite drin, wenn du Bekanntheitsgrad hast. Also das 4., 5. OS, das du rausbringst, wird dann mal wirklich gut. Und dann kann sein, dass du natürlich auch richtig hart viel zu tun kriegst. So ein Betriebssystem kann deine Firma erstmal wegkicken, weil du nichts mehr anders machen kannst in der Zeit. Weil du nur noch dabei bist, Bugs zu fixen, weil du dann Tausende auf einen Schlag reinbekommst. Also ein Betriebssystem, wenn das richtig durch die Decke geht, kann das so eine Firma mal ganz schnell ans Limit bringen, weil du allein schon von den Serverkapazitäten ans Limit kommst, du kommst allein schon von den, allein schier dem Support nicht mehr nach. Auch ein Grund, warum ich die Supporter jetzt gerade ein bisschen hart gesteigert habe. Ich hätte auch deutlich weniger Leute, ich hätte dann nur Tag und Nacht jeweils 3 Leute einstellen können, aber wir haben halt insgesamt, ich glaube, 10 Leute, 9 Leute neu dazu bekommen. Das ist jetzt ein bisschen Overkill, wenn aber das OS noch rauskommt und das vielleicht noch gut läuft, plus das zweite OS danach hinterher, kann es schon richtig gut laufen. Beziehungsweise ich würde nach dem Z2D3 würde ich fast tatsächlich dazu tendieren, dass wir danach nochmal einen neuen Editor rausbringen. Neue Bürosoftware, also Büro 5 würde ich tatsächlich an den Start bringen. Wir können noch was aufs Sparbuch tun, ja. Ich würde mal, tun wir mal nicht so viel drauf, so sagen wir mal 10 Millionen vielleicht? Muss reichen, oder? Ja, Updates blinken rot, weil die fertig sind. Also, weil wenn die fertig sind, also wenn alle Bugs beseitigt sind, dann blinken die rot, weil die eigentlich finished sind. Aber sobald unser Support-Team was Neues durchjagt, haben die wieder was zu tun und blinken dann nicht mehr. Galderat, Reviews bedeuten, dass du quasi, du nimmst dein Produkt und gibst es einer anderen Firma, zum Beispiel, oder Marktforschung oder so, und die sagen dir zum Beispiel, okay, wenn du keinen Button hast, um den Rechner runterzufahren, dann ist das dumm.
dann kommt das so zurück und du und dann wird dein Code zum Beispiel wird durchgetestet und die sagen, ja, geht so, ist aber nicht geil, weil. Und dann wird dein Fortschritt von zum Beispiel 66% Code-Leistung auf 50% zurückgesetzt, weil du da nochmal nachbessern musst und dann kannst du es besser machen. Machen wir mal nicht so viel drauf, vielleicht 10 Millionen aus dem Weg gering verdienen. Ey, wir, als schönste Firma der Welt, wir legen das Geld natürlich nicht für uns zurück, sondern für unsere Mitarbeiter. Ja, dass wenn dann mal schlechte Zeiten anbrechen, dass wir niemanden entlassen müssen. Das ist der Deal, ja. Also ich habe nicht den Eindruck, dass es danach schneller geht. Ich habe im Gegenteil, ich habe meistens das Gefühl, du setzt einfach nur deinen Fortschritt ein Stück zurück, dafür wird aber das Endprodukt besser. Apropos Verkaufszahlen, wie viel haben wir denn im Lager gerade? Jetzt sind wir wieder hinterher. Z2D ist solide, Competition, mächtig dominant. Aber da kommt im Dezember, glaube ich, ein neues raus. Wenn die Zinsen ausbezahlt werden, gibt es einen Pool aufs Dach. Okay. Oh ja, Z-Büro 4 ist ein bisschen am Ablusen, ne? Ist ein bisschen am Ablusen, das Ding. Und ich kann nichts dagegen tun, ehrlicherweise. Ein bisschen ärgerlich, ne? Preis senken. Also ich habe noch nie erlebt, dass das irgendwie was großartig gebracht hätte. Ich kann noch mal runterpacken. Ändere Preis 5,9 4,9 3,9 So, Z2D1 gibt's für 59. Dann gibt's Z2D2 für 69 jetzt aktuell. So, gehen wir weiter. Ja, ich weiß, das Budget können wir nicht ausnutzen, aber es reicht, um prominent zu sein. Um die Software als prominent zu deklarieren. Da wir nur zwei parallel haben, sehe ich da noch keine Probleme. Das kann mit dem Betriebssystem aber nochmal anders werden. Ja, es sind viele Nutzer. Es sind viele Nutzer da drauf, das stimmt schon. Also das ist jetzt nicht so krass. Ich vergleiche das natürlich jetzt mit 500.000 aktiven Nutzer, die 2D2 hat, ne? Das ist natürlich jetzt insofern wenig, ja. Natürlich insgesamt ist das nicht wenig. Da hätten wir uns, um so viele Nutzer hätten wir uns vor 3-4 Veröffentlichungen irre gefreut. Tun wir ja jetzt auch. 8,1, die Software wird langsam. Unser Betriebssystem wird richtig gut. Ich hoffe natürlich auch, dass es richtig gut wird. Also es richtig, richtig gut wird. Wir müssen uns aber langsam mal ein bisschen beeilen mit der Entwicklung, weil Z2D3 jetzt schon auf Iteration 4 läuft. Also unsere Designer sind ratzefatze hinten dran. Die bringen das Ding langsam echt in Schwung, ne? Also die hauen da rein. Wir müssen das langsam aus der Entwicklung rausbekommen, damit da Platz ist. Z-Büro auf die Marktanteile. Ja, wir konkurrieren mit Office 11. Das ist halt die 11. Anwendung. Die hat eine riesen Fanbase wahrscheinlich. Ja. Und wir können das noch nicht ganz halten. Kann ich hier ein... Achso, ist ein Update. Punkt. Guten Abend zusammen, Zwergherr. Hey, Ninix, dankeschön für deinen 34. am Stück. Vielen lieben Dank für so langen Support. Dankeschön. Vielen, vielen lieben Dank. Ja, mir ist das klar, dass da die Kunst durch ist. Ja. Das ist aber klar, weil die am wenigsten Aufwand hat. Die hat nur 2D-Kunst und der Rest ist ja hier alles im Programmieren noch offen. Das ist immer aufwendiger. Es ist immer mehr.
Also es gibt natürlich, ich glaube, bei Games ist es andersrum. Bei Spielen sind die Künstler so krass überfordert, da gibt es dann ganz, ganz viel. Aber so bei den, ich sag jetzt mal, Nicht-Spieleanwendungen sind meistens die Programmierer das Nadelöhr. Und das kannst du, glaub mir, wir haben es mal im letzten Run, ich weiß gar nicht, was wir im einen Turm an Programmierern drin hatten, 200, 300, irgendwie so. Vielleicht sogar noch mehr. Es könnten auch 500 gewesen sein. Ich glaube, da hatten wir am Schluss richtig krass viele Mitarbeiter. Und da haben wir das trotzdem nicht so schnell durchbekommen. Wobei, man muss es immer überlegen, ne? Wir wollen im Juni 93 raus. Es ist November 91. Wir haben eigentlich Zeit ohne Ende. Klar, in einem Betriebssystem macht es natürlich Sinn, Bugfixing des Todes zu betreiben und da wirklich die Bugs rauszuhauen, damit es dich danach nicht überfordert. Also mir wäre es jetzt ganz recht, wenn wir das, wenn das fertig ist, erstmal weiterlaufen lassen würden, bis die Iteration 4 hier durch ist, wenn das klappen würde, dann könnten wir nämlich in aller Ruhe hier schon mal Hardcore-Bugfixing betreiben, was wichtig wäre, weil das entscheidend ist, wie viel du überlastet bist später. Das ist wichtig. So, wir haben den letzten gemacht im Oktober 91. Dann machen wir im Dezember nochmal bei so vielleicht 85% oder so ein. Im Dezember, aber ja, mal gucken. Müsste klappen. Ja. Aber unsere Leute machen, glaube ich, einen ganz guten Eindruck hier. Ich glaube, unsere. Jetzt wird's gut. Wer ist für Bugfixing am Ende eigentlich zuständig? Also in dem Fall ist es, der Support identifiziert die Probleme, also sie kriegen die Meldungen rein, verfassen die Tickets, ja, und das geht dann weiter zu unserem, in dem Fall haben wir jetzt ein eigenes Team dafür gemacht, und zwar Programmierer 1 Update nennt sich das. Das ist ein reines Update-Sammelteam, die nichts anderes machen als Bugfixings oder Updates oder Ports oder sowas. Na? Also die machen nichts anderes als das, und das ist wichtig, dass das halt eigenständig läuft, weil dann müssen die anderen Teams da nicht dran. Ja, die Nutzer sind extremst verrückt, also es ist irre. So, nochmal hier. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 10 Millionen weiter eingezahlt. Wir machen jetzt ordentlich Geld. Wir machen richtig Geld. Liegt aber auch noch daran, dass sich das Ding immer noch wie geschnitten Brot verkauft, ja. Ich bin ja froh, dass wir am nächsten schon arbeiten, weil das ist halt unser absolutes Steckenpferd, ne? Also der 2D-Editor, wir sind eigentlich die 2D-Editor-Firma, die es gibt. Es gibt keine andere 2D-Editor-Firma mehr außer uns. Wir haben den Markt quasi im Prinzip erobert, komplett. Sag mal. Warum kann ich das hier nicht hinbauen? Ah, zweiter Stock. Ja, okay. Danke, danke. Zweiter Stock habe ich übersehen. Jetzt haben wir ein bisschen Energie drüber, oder? Gehen die aufs Dach? Weiß ich nicht. Was wir aber mal schauen könnten. Ja, wir produzieren jetzt oft 235 Kilowattstunden und verbrauchen aber nur 200 Kilowattstunden. Das ist doch mal ordentlich, oder? Jetzt produzieren wir fast 1000 Kilowattstunden. Wir speichern 3 Megawattstunden, oder?
Ich denke, momentan ist es so, dass wir das Ganze, den ganzen Strom in unsere Batterien einspeichern, bis die voll sind. Ja. Und danach verkaufen wir den ganzen Stuff wieder, oder? Ist das so? Alter, 9,5, Junge! Das wird das Betriebssystem überhaupt werden. Ja, jetzt wollen alle mehr Geld. Ja, okay. Apropos alle mehr Geld, stoppen wir mal. Warte mal, da war doch gerade Doc Doc Mo, oder? Doc Doc Mo? Wo bist du? Ja, ich hab dich doch erwischt. Doc Doc Mo? Ich will ihn mal auf Fortbildung schicken. Doc Doc Mo gehört nämlich zu den Programmierern 2D. Und ich möchte bei Doc Doc Mo, mich, dass der selbstständig einstellen darf. Doc Doc Mo ist der Erste, der das selber kann. Das finde ich großartig. Doc Doc Mo! Endlich ist es soweit. Warte, ich parke. Ab auf Lehrgang mit dir. Los jetzt. Sieh zu. Eko Blue. Gute Nacht dir. Schlaf gut. Hau rein. Schön, dass du da warst. So, das sind wir fertig. 87%. Das läuft doch. Das läuft doch. Wir schreiben die Pressemitteilung nicht nur, sondern wir veröffentlichen die auch, weil wir Füchse sind. So, und schreiben gleich die nächste. Wir machen uns jetzt hier, ne? Oh, hier werden Firmen auch aufgekauft mittlerweile. Da müssen wir auch mal einsteigen mit unserem ganzen Geld irgendwann. Ey, was lurk hier heute? Ey, alles gut. Alles gut. Du, ich kenn das. Ich kenn das. 1,5 Megawattstunden produzieren wir. Wir sind ja schon, jetzt haben wir schon eine Megawattstunde eingespeist in unser System. Also wenn das jetzt so weitergeht, wir haben jetzt überhaupt keine Ausgaben mehr für Strom durch unsere Windräder. Das ist mal der Übershit, ey. Ich sag's euch, wie es ist. Das ist der Übershit. Aber was auch der Übershit ist, ist der nächste Stream zu Software Inc. am Mittwoch. Ihr verrückten Hühners!